tauschen. So, ich würde sagen, wir kümmern uns um den ganzen Ingame tauschen mal ganz kurz, ne? Ich weiß jetzt nicht auswendig, wo alle sind. Ich muss noch mal die ganzen Städte abklappern. Ich meine, in Kielten ist auch noch jemand und ja, hier ist auch noch eine Person, habe ich gerade schon mit gesprochen. Diese Person will einen Barrikadax gegen einen Pantimus aus Kanto eintauschen. Ich würde sagen, das machen wir doch mal ganz locker flock hier. Ja. Weil, warum nicht? Ich glaube, wir kriegen keinen separaten Dex-Eintrag, weil Pantimus ist immer noch Pantimus, ne? Also ja, können wir nicht ein neues Pokémon, nehme ich an. Aber was soll's. Timo. Alles klar. So, also Tausch-Pokémon, die haben ja immer feste Werte, feste Wesen, also was, ne? Alles Mögliche. Also, gucken wir mal. Angriff und der Spezialverteidigung hoch. Das ist sogar, weil nicht komplett irgendwie brauchbar, habe ich so gefühlt. Lichtschild still. Und ja, aber wir haben wahrscheinlich jetzt keinen Eintrag bekommen. Wir gehen aber mal gucken. Ich habe 324 gehabt. Ich bin immer 324. Wir werden jetzt wahrscheinlich nur so umschalten können, ne? Zwischen Pantimos und ja, Galar-Pantimos und Kanto-Pantimos, ne? Zeig mal. So, ich würde jetzt gerne schnell finden, wenn es geht. Ich meine, war hier. Was ist ein Shiny? Ich habe meinen Shiny Pantimus irgendwann gesehen. Was zum Teufel? No, und ich habe es verpasst dann. Oh. Ja, super. Das ist aber ein bisschen unfair. Guck, ich habe meine an. Warte mal, wird doch irgendwo verzeichnet, ne? Ich habe ja meine Liga-Karte. So, schillernde Pokémon gesehen. Eine Art, ja, super. Ich kämpfe die ganze Zeit gegen diese Viecher, also. Ja, super, ich habe einen Shiny Pokémon verpasst. Was zum Teufel? Egal, gut. Ja, gehen wir zum nächsten Pokémon. So, diese Lady hier will ein Picochilla, das ich mir gerade eben noch fangen musste. Also ja. Komm. Oh, ups, danach, falsche. du warst das genau, ja. Gut, hier, nimm mein halbtotes Picochilla, glaube ich, nur ein AP hat im Moment. Und ja, gib mir dein Baumwoll, ne? Baumwoll. Müsste hat sich nicht dann direkt entwickeln. Weil entwickelt sich dann nicht per Tausch oder so. Ne, ich glaube durch Stein, ne? Zuckerwatte. Danke, ich dufte von dir. Gut, zeig mal. Pflanzefee, Spezialangriff hoch, Angriff runter. Meine sind voll perfekten Wesen und so. Nehme ich mal an. Mäßig, ja. Gut, dann suchen wir weiter nach tauschbaren Pokémon. Das hat jetzt nämlich nicht so gebracht. So, ich habe einen neuen Tauschpartner gefunden. Ja, und zwar ein Skoppel gegen einen Raffel. Das ist auch voll der. Irgendwie hat niemand was davon, habe ich so das Gefühl. Aber okay, meinetwegen. Weil mich kriegt dafür das Pokémon, weil ich in den ersten Routen schon finden kann. Ja, super. Ja, voll die Verschwendung. Aber meinetwegen. Bäckchen. Danke, Hilde. Dankeschön. Gut, das war irgendwie voll der nutzlose. Ja, toll, ich habe eine Sinnelbeere daraus bekommen. Alles klar. Spezialangriff hoch und Verteidigung runter. Ja, klingt nicht so. Ja, keine Ahnung, was soll's. Hab noch einen In-Game-Tausch gefunden und zwar hier. Hallo, na, ein Mauzi gegen ein Mauzi, das klingt doch schon mal besser. So, wir machen das so. Snobilikat ist, glaube ich, auch ein Pokédex-Eintrag, weil da ist noch irgendwie eine Lücke hinter diesen Mauzinger-Dingen, ne? Entwicklung, also von Galar Mauzi. Ja, das heißt, ich muss mir wahrscheinlich das Ding nie entwickeln oder
Münzi Ball oder mir eins züchten. Alles klar. Ich brauche aussehen und Typ je nach Region unterschieden, ja. So, cool. Und das heißt, hier haben wir schon mal einen neuen Eintrag, mehr oder weniger. Zeig mal. Ein Techniker. Aber Angriff runter. Ja, das ist dämlich. Komm schon. Na gut, egal. Dieser Herr, er will auf dem Dach eines Hauses ein Pokémon tauschen. Warum nicht? Marakamba hier gegen Brimova. Warum nicht? Hier. Ganz Abend. Alles Gute, Marakamba. Ich sollte ihn irgendwelchen nervigen Namen geben, so wie In-Game Trainer. Einfach nur um die zu ärgern. Ja, was soll's. Jordi hat die Locke zugeschickt. So ein Shiny. Sah irgendwie anders aus von der Farbe her. Nee. War nur Licht. Okay. Ah, Spezialangriff, Initiative rund. Ja, okay. Das Ding hat, glaube ich, eine niedrige Initiative oder so. Gut. Alles klar. So, hier haben wir endlich mal einen etwas interessanteren Tausch. Und zwar dieses kleine Dingen hier will ein Makabaya tauschen. Und zwar ein Galar Makabaya gegen ein Unova, ne? Einer. Unova ist da, glaube ich, in Englisch, ne? Auch schwarz und weiß. So. Zeig mal. Hui. So, und das bedeutet, wir kriegen dann auch Dingens. Oh, wie heißt das nochmal? Boah. Echt na toll, mein Gott. Wer jetzt benimmt sich? Ja, keine Ahnung. Hoffentlich entwickelt sich dann auch. Angriff runter, Spezialverteidigung hoch. Gut, alles klar. Da dürfte interessant werden. Muss ich mir natürlich auch wieder erst züchten. So, nächster Tausch. Ein Toxel gegen ein Togepi. Hey. Und ja, dieses Toxel sieht ein bisschen anders aus, habe ich so gefühlt. Und ich glaube, wenn wir das entwickeln, entwickelt sich jemand anderes. Wo ich das weiß, ich habe in Schild auch ein Toxel entwickelt und es hat sich in eine etwas andere Form verwandelt, als es sich entwickelt hat. Also ja, das war ein bisschen... Warum machst du in dem Ball? Ich habe ja gerade gezüchtet, wie ist denn das in dem Ball gelandet? Egal. Schoki. Boah, ein Toxel. Gut, dann zeig mal. Schoki. Bin voll mit Schoki. So. Mal langsam flüstert hier alles. Oh, wie gibt es denn ja noch, ey? Und der nächste Tausch folgt zugleich. Ein Gelatropo will der Typ hier haben, was ich gerade gefangen habe, und wir kriegen dadurch ein Joytesto. Weiß nicht, ist das Pokémon, das in dieser Edition rumläuft? Ja, ne, oder ist das andere? Ist er nicht? Jedenfalls, Boom, ja, nimm mein geschwächtes und gelähmtes Gelatropo, was ich gerade gefangen habe. Mit der Hilfe von Jäger und gib mir Rothand. Okay. Rothand. Oh, das ist sogar andere. Gut. Jetzt verfügt über ein Exzellenz-Repertoire an Wurftechniken. Sein Gürtel färbt sich dunkler, je mehr Schweiß er bei Kämpfen in sich aufsaugt. Oh, so ein schönes Gelatropo. Ich kann dir gar nicht genug danken. Cool. Komm her. Sonnen erscheint. Doch, ich habe Animation ausgestellt. Okay. Ja, ich bin jetzt schon an EV trainieren und ja. Deswegen habe ich Animation abgestellt. Tue ich mir da einstellen beim nächsten Kampf versprochen. So. Aber erstmal fangen wir das Teil, ja. Äh.
Das ist egal. Pokéball. Die Animation ist noch da, aber wenn ich den Ball zum ersten Mal werfe, zu Kampfbeginn, nicht. Also, ja. So. Oh, keine Erfahrungspunkte. Tief in der Nacht erscheint es am Kopfende von Betten, während es einen Traum schimmert, das Muster auf seinen Körper. Hey, mein Pokédex wurde nicht aktualisiert. Ich meine, das war doch da angezeigt. So, du bleibst jetzt aber nicht lange in Somnian. Du wirst jetzt erst einmal zu einem Somnivore. Nee, das war ein Vogel, ne? Weiß ich nicht. Du entwickelst dich. So. Somnivora. Was? Wie heißt denn dieser Psychovogel nochmal? Ja. Symbolora, glaube ich, keine Ahnung. Wenn es schwärzliche Düste ausströmt, sollte man sich ihm nicht nähern, denn sonst wären Albträume wahr. Krass. So, fangen wir mal an Capoeira. Weil das bestimmt einfacher ist, als Capoeira zu entwickeln. Ich glaube, man muss sowohl Angriff als auch Spezialverteidigung auf müssen genau gleich sein auf Level 20, bevor man es entwickelt. Und ja, dann ist eigentlich machbar. Ich habe eigentlich das ein Schild schon gemacht. Ich habe einfach ein neutrales Rabauz gehabt und habe den die ganze Zeit so Erfahrungsbonbons gegeben, dass es sich entwickelt. Bis es sich entwickelt und ja, hat eigentlich so funktioniert. Also fange ich ein neutrales Rabauz und gibt den einfach Erfahrungsbonbons. So. Ja. Mir kann ich noch andere Pokémon dabei, die ich noch hochtrainieren muss. Die nehme ich wahrscheinlich auch alles Bonbons, damit schneller geht. Ja, ja gut, fangen wir. Werfen mal Bälle. Oh, jetzt tun wir nicht so was an mir die ganze Zeit. Warum setzt du überhaupt Schaufleine? Das ist doch gar nichts gegen mich. So, jetzt bleibt drin, Mann. Oh, so. Jetzt weiß ich nicht weiter. Muss ich wieder den Pokédex hier durchstöbern, wenn ich was finde. Jawohl, Level Ups. Es dreht sich um dich selbst und verteilt Tritte, gewinnt es ausreichend an Schwung, bohrt sich dabei in den Boden. Wie ein Kreisel. So, und jetzt ist ja wieder nichts gut. Muss ich wieder kreativ werden. So, ich habe mal zwei Pokémon gefunden, die ich entwickeln kann. Und zwar einmal hier. Akkub, das entwickelt sich durch einen Stein und nicht durch Tausch. Da habe ich mich wohl, weiß ich nicht, falsch informiert zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht irre. Und ja, Donnersteinbau ist. Ich dachte, das Ding muss getauscht werden oder so. Ja, egal. So, wir können unseren Bus entwickeln. Ich glaube, die Entwicklung haben wir noch gar nicht im Pokédex, ne? Ja, zu dem Teil. Da habe ich doch schon mal rumlaufen gesehen irgendwo. So, in seinem Bauch erzeugt es Elektrizität, die es in seinen großen Kiefer sammeln und dann als Hochleistungsstrahlen abfeuern kann. Cool. Donnerblitz. Krass. Gut. Mal noch ein Pokémon hier, und zwar Rabauz. Rabauz entwickelt sich je nachdem, welcher Wert höher ist. Wenn Angriffskraft höher ist, entwickelt sich zu Kikli. Wenn Verteidigung höher ist, entwickelt sie sich zu Nocturne, und wenn beides gleich ist, dann zu Capoeira. So, das Ding hat mehr Verteidigung als Angriffskraft. Und ja, wir werden jetzt mal kurz ein paar Bonbons einsetzen, weil dann kann ich unmöglich irgendwelche Werte aus Versehen erhöhen durch EV oder so. Also ja, tun wir mal, weiß nicht, vier von denen reicht das. Nee.
Dann zwei von denen noch. Ja, perfekt. Und Verteidigung ist höher als Angriffskraft, ist auf Level 20. Und Bogen. Jetzt müsste sich eigentlich zu Noctua entwickeln, ne? Haben wir ihn. Gut. Dann mal die drei auch erledigt. Seine Fäuste zerstören regelrecht die Luft. Sie sind so schnell, dass selbst die geringste Berührung Verbrennung verursacht. Okay. Wenn es nicht abschlagen ist, oder was? Gut. Ha, gibt's jetzt. Hey. Nach ungefähr 50 Versuchen in Kielten. Und dann zwei Versuche hier. Am Milzerauge. Ist das, heißt das Gebiet in der Naturzone, glaube ich. Kommt das Ding endlich mal. Hey. Der wortwörtlich, ich weiß nicht, 40 mal irgendwie versucht zu angeln in Kelten und ja, nichts gefunden. Dann zwei Versuche hier im Milzers Auge, das Ding erscheint, er gibt sich für mich voll verarscht. Ja, bleibt drin. Noch man, komm schon. Ja, dann noch Risikotackle, das kommt auch noch. Ja. So, wie du hast dich jetzt selber kaputt, ey. So, bleib drin. Ich hatte schon so gut wie. Oh, ehrlich. Verstehe ich, warum gibt es das Ding überhaupt in dieser normalen Form, wenn es sich so in das Ding entwickelt? Okay. Muss ich vielleicht auch nicht schneiden. Warum gibt es das Ding überhaupt in dieser kleinen Version, wenn es sich so hat, den ganzen Kampf über in das Ding verwandelt? Stehe ich irgendwie nicht. So, Loser den, weil es allein unheimlich schwach ist, hat es die Fähigkeit erworben, einen Schwarm zu formen. So kann es sich seinen Gegnern stellen. Cool. Okay. Okay, ich habe hier ein Kanto-Mauzi aus einem Ei bekommen und ja, ich war erst ein bisschen verwirrt, weil ich habe dieses Mauzi, das man aus Kanto bekommen hat in Game, was man für ein normales Galar-Mauzi umtauschen konnte, zusammen mit einem Ditto im Pokémon-Hort reingepackt, ne? Aber was rausgekommen ist, ist ein Galar-Mauzi und das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber schnell die Lösung herausgefunden, muss einfach nur den Kanto Mauzi, das getauschte Kanto Mauzi, einen Ewigstein geben und ja, dann kommt daraus ein Kanto Mauzi. Nicht schlecht. Müssen wir natürlich neu entwickeln für den Eintrag, ne? Hm. So, die gleiche Geschichte noch mal mit Makabaya. Habe einfach das Kanto Makabaya, das ich mir ertauscht habe in Game, mit einem Ewigstein und ein Ditto in Zort gepackt und habe nicht Kanto, Genova, einmal Makabaya bekommen, was ich da auch entwickeln kann, ne? Hoffentlich. Gut. So, ich habe ein paar Wundertäusche gemacht oder Zaubertäusche, Tausche, die Dinger, wo man irgendwie random Pokémon bekommt. Und ja, wie es der Zufall will, habe ich einen Wasserstarter dadurch bekommen. Memeon, hat es Angst, vergisst es Tränen, die Reizstoffe enthalten, welches andere ebenfalls zum Weinen bringen. Sie sind so stark wie 100 Zwiebeln. Und ja, was ich gemacht habe, ist hier, ich habe die ganze Zeit Dene gemacht und ja, alle möglichen Pokémon versendet und immer neue bekommen und ja, das sieht sogar nach einem guten Dings aus, nach einem guten Wesen. Cool, alles klar, habe ich auf diese Weise halt ein Memeon bekommen, was wir natürlich entwickeln werden und so, ne? Also ja, was bedeutet neue Einträge, Pokémon Pokédex Einträge. Und ja, ich glaube, so können wir auch noch hin und wieder ein paar Einträge bekommen, ne?
Die ganzen Tauschdinger werde ich wahrscheinlich sowieso nicht auf diese Weise bekommen, weil ja niemand irgendwie so ein tauschfähiges Pokémon wahrscheinlich abgibt, aber mal schauen. Gut. Ich habe wortwörtlich einen Kampf gegen einen Level 60 Capoeira gemacht und ja, das Ding entwickelt sich schon. Nice. Memion hat sich in ein Fleckleon entwickelt. Okay. Das Sekret, das aus seinen Handflächen austritt, formt es zu Wasserkugeln. Dieses nutzt es im Kampf für taktisch ausgekühlte Angriffe. Ah ja, der tut so Wasserballons auf die Gegner werfen mit jedem Angriff. Das ist nett. Mein Mauzi, mein Kanto-Mauzi, entwickelt sich. Boah, schön, ne? Level 28 wart jetzt, glaube ich. In Snubilikat. Ah, schön. Es ist sehr stolz, was es nicht leicht macht, mit ihm Freundschaft zu schließen. Wenn ihm etwas missfällt, fährt es unverzüglich die Krallen aus. Okay. Hi, how are you? Ah ja, ich habe die Tuck gefangen übrigens. Makabaya entwickelt sich. Oh, boom. Und zwar ein echter toll. Echt na toll. Okay, echt na toll haben einen Kopf aus glitzerndem Gold. Man geht davon aus, dass sie nicht mehr als ihr Leben als Menschen erinnern können. Dass sie sich nicht mehr an das Leben als Menschen erinnern können. So. Okay. Oh, Snom Nom entwickelt sich. Ja, für dieses Viech musste ich Zutraulichkeit und es in der Naturzone hochleveln. Und ja. Das ist erst auf Level 50 passiert mit einer Sanftglocke. Also komm mal her. Motinerva, das haben wir ja schon in Schild gesehen. Die eine Arena-Leiterin hatte dieses Ding. Seine Flügel sind minus 180 Grad Celsius kalt. Während es über Felder und Berge fliegt, verstreut es mit Kälte, versetzend Flügelstaub, der wie Schnee aussieht. So, mein Gott. Und es lernt alles schon. Ja, es konnte die ganze Zeit nur zwei Attacken. Das war ein bisschen merkwürdig. So, ich würde sagen, wir beschleunigen jetzt die Sache mit unserem Wasserstarter, welcher auch kurz vorm Entwickeln ist. Wir geben jetzt einfach mal hier so ein Dingen. Und ja. Gut. Und jetzt entwickelt sich unser Wasserstarter auch noch. Dann bin ich eigentlich schon fast so gut wie fertig. Ein Pokémon, die ich entwickeln kann. So, Inteleon. Intel. Steht jetzt. Zu seinen vielen geheimen Talenten gehört es, Wasser aus den Fingern zu schießen und mit dem Membran am Rücken durch die Luft zu segeln. Cool. Alles klar. Du fehlst mir noch in meiner Kollektion. Komm her. Na, verdammt, ich habe nicht die richtigen Pokémon zum Fangen dabei. Meteorologe, da wird das Ding nicht erledigen. Okay. Ich kann das Ding zwar nicht weiterentwickeln, aber ja. Was soll es? Pokéball. Man muss da überhaupt nachdenken. Pokémon, natürlich Pokémon. Gott, verdammt. Okay. So, gut. Alles klar. Das ist eigentlich voll nervig. Du musst ein bestimmtes Pokémon gegen dieses Ding eintauschen, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eins EV trainieren würde, ne? Der andere bekommt ja dann das. Also bringt das ja irgendwie gar nichts, also voll Kacke. Wenn jetzt angegriffen schließt es so fest es kann, das Visier seiner Muschel. Gegen Laukaps erweist sich dieser Schutz allerdings als nutzlos. Das soll eine Muschel sein. Okay. Okay, ja. Wir werden jetzt ein Galar Makabaya entwickeln und ja.
Das wird ein bisschen nervig. Das ist ja wahrscheinlich die bescheuertste Entwicklungskondition, die ich je gesehen habe. Und ja, so, wir müssen Folgendes machen. Wir müssen mit dem Ding kämpfen, ne? Und es muss 49 HP mindestens verlieren. Also ja. Gut, wir müssen jetzt 49 HP verlieren. Ja, super. Und ja, nachdem wir das erledigt haben, müssen wir noch was Besonderes machen. Und ja, das kann jetzt vielleicht ein bisschen dauern, je nachdem, statt das Ding ist. So, Dampfwalze. So, kurz rechnen. So, was 78 maximal AP, ne? Also minus 49 ist 37 muss ich dann, 27 muss ich dann, glaube ich, ja, 27, ne? 7, ja, ich glaube, ich habe schon, ne? Boah, rechnen so spät am Abend. 7, dann 30, einmal noch muss ich getroffen werden. Ja. Jetzt ganz so Tiefschlag, ehrlich. Das ist nicht so das, was ich gerade sehen will. Lebensschild, so. So, jetzt habe ich genau 49, ne? Na gut, dann ist meine Fokopuppe ein, weil ich kann von dem Viech wahrscheinlich sowieso nicht blühen, ne? Und ja, da müssen wir zu einer Todzone gehen. Wie gesagt, das ist die blöde Entwicklung, die ich hier gesehen habe. So, jetzt müssen wir unter einer bestimmten Felsformation durchlaufen oder fahren. Und ja, wie soll man Bildschirm im normalen Spielverlauf drauf kommen, ey? Also das ist doch ja, ich hoffe, da waren jetzt auch 49, da müssten genau 49 sein. Ich hoffe jetzt nicht, da müssen mehr als 49 sein. So, ich glaube, hier war das, ne? Ich will jetzt ungern in irgendwas hineinfahren. Läuft das letzte Pokémon, was ich hier fange, weiß ich nicht. Ja, wir müssen schon wieder abhauen in der Pokégruppe. Ja, vom Level 60er Dingen willst du bestimmt nicht flüchten können, ne? Nett. So, und boom, ja, jetzt entwickelt sich der Teil. Und ja, jetzt haben wir ein Ock, na toll. Oh, na toll. Echt na toll und oh, na toll. Eine antike Malerei, die mit seinem mächtigen Fluch versehen wurde, nahm die Seele eines Makabaya auf und erwachte zum Leben. Was du nicht sagst. Und ja, wenn man das auch erledigt. So, Zeit noch was auszubrüten. Was könnte es denn sein? Werde jetzt sehen. Das Ding hier, ein Bubungus, was die Vorentwicklung von Lamelux ist, was ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Sein Pilzsud ist sehr schmackhaft. Er wird zwar häufig von den Pokémon des Waldes verschweißt, wächst aber über Nacht wieder nach. Ja, das ist die Vorentwicklung von Ihmchen hier, was ich irgendwie nicht. Also, da kommt mir schon bekannt vor, das Ding, aber irgendwie habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das Ding noch eine Vorentwicklung hat. Ich dachte, da wäre noch eine Solo-Pokémon halt, so, so ohne irgendwelche Entwicklungen oder so. Gut.